Also man muss ganz klar konstatieren, Nordrhein-Westfalen ist bundesweit das Schlusslicht beim Klimaschutz. Hier in Nordrhein-Westfalen werden 44% aller vom Emissionshandel verursachten Treibhausgase produziert. Das sind 177 Millionen Tonnen jährlich. Das ist jetzt schon bei weitem mehr als das, was wir uns eigentlich im Jahre 2050 in der gesamten Bundesrepublik maximal noch leisten können. Ich höre ja gerne diese hehren Worte, allein mir fehlt der Glaube, unsere Klimakanzlerin, die selbsternannte, hat ja eigentlich das Ziel vorgegeben, 40% CO2-Reduktion bis 2020 und mindestens 80% bis zum Jahre 2050. Und das passt nun mal definitiv nicht mit dem Boom, diesem Kohlekraftwerksneubau-Boom zusammen. Fakt ist, wenn diese 29 erwähnten Kohlekraftwerke in Deutschland gebaut würden, würden allein diese zu Emissionen von mehr als 180 Millionen Tonnen sorgen. Die 11 in Nordrhein-Westfalen derzeit geplanten Kraftwerke, von denen übrigens 5 schon im Bau sind, 5 Kraftwerke, die weitgehend ohne Kraft-Wärme-Kopplung realisiert werden sollen, diese 11 Kraftwerke würden allein netto, wenn man die Abschaltung von Altanlagen dazu nimmt, für zusätzliche CO2-Emissionen von 40 Millionen Tonnen sorgen und das für die durchschnittliche Betriebszeit von 40 bis 50 Jahren. Also beim besten Willen, das passt nicht zusammen. Wir müssen raus aus der Kohlekraftnutzung. Wir dürfen uns kein neues Kohlekraftwerk, ein solches Klimakraftwerk mehr leisten. Wir müssen endlich hinkommen zu Energiespartechnologien, zu erneuerbaren Energien und für die Übergangszeit, das gestehe ich gerne ein, auch zu wesentlich umweltfreundlicheren Technologien. Zum Beispiel böte sich ja im akuten, aktuellen Fall ja auch an, ein kleineres, angepasstes, dem Bedarf entsprechendes Gaskraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung zu bauen. Das hätte Vorteile in allen Belangen. Es würde wesentlich weniger CO2 in die Luft blasen, es würde kaum Feinstaub emittieren, die ganze Palette an Schwermetallen, Blei, Cadmium, Arsen, Zink, Quecksilber würde wegfallen, wie dieses Kraftwerk in die Luft blasen würde, das Kohlekraftwerk hätte eigentlich nur Vorteile. Von daher verstehe ich nicht, wie eisern fest dieser Kohlevorrangkurs hier in Nordrhein-Westfalen gefahren wird. Das hat natürlich Tradition, die SPD ist da nicht ganz unschuldig dran.